Hallo und willkommen zu Let's Play Nabakula Duop. Es ist der inoffizielle Vorgänger von Portal. Also es war das erste Spiel, das aktiv dieses Portal Prinzip benutzt. Und die Macher von diesem Spiel haben auch an Portal mitgearbeitet. Liegt das Ding da richtig drauf? Nein, natürlich nicht. Moment, da ein Portal rein und da. Nein. Warum habe ich da jetzt das Portal gemacht? Egal. Ich hoffe mal, dass ich das hier in einem Video durchkriege. Dann halt so. Da ein Portal hin. Da ein Portal hin. So, jetzt ist da aber drauf. Hat schon wieder wertvolle Zeit gekostet. Dann ist nur noch nicht drauf. So, nein, immer noch nicht. Ich habe noch keine Zeit, ich werde das hier in einem Video durchkriegen, weil es nicht so lang ist. So, da, Tür ist offen und was dieser Typ da ist, ich habe keine Ahnung, der ist irgendwie die ganze Zeit dabei. Also, wir sind, eine kurze Story, Prinzessin No Knees. Den Namen hat sie bekommen, weil sie nicht springen kann. Wir müssen also alles mit den Portalen lösen. Oh, was sind wir hier? Ja, die Lava-Törte ist... Oh nein, fall nicht rein. ja, da habe ich nicht früh genug abgebremst und so wie es aussieht, wird das länger als ein Video. Obwohl, also das Ding hier hat 6 Kammern, wo man durchgehen muss. Und die sind, wenn man weiß, wie es geht, auch nicht wirklich schwer. Ja, auf dieser Törte können wir rein. Wir können ja mal gucken, so sehen wir aus. Das ist Prinzessin No Knees, die von einem Dämon gefangen wurde. Und ihr seht hier diese Metallwände, da können wir keine Portale drauf machen. Aber dieser Dungeon ist aus einem Material gebaut, das es einmal möglich Portale darauf zu machen. Irgendwie so war die Geschichte, ich kenne sie auch nicht so genau. Mal sehen. Wir haben natürlich keine... Also manchmal ist hier etwas verbuggt. Doch, wir haben Stein, aber einer fehlt. Ein Stein fehlt, okay, müssen wir mal kurz sterben. Ja, das ist mal so ein kleines bisschen verbuggt, dass irgendwas dann auf einmal nicht da ist, was eigentlich da sein sollte. Da, jetzt ist hier nämlich auch ein Stein. So, jetzt haben wir den da erstmal eingeklemmt, der bleibt doch erstmal. Und wir können gleich dahinter ein Portal machen, können mal so durchgehen, oder da ein Portal, da ein Portal. Hui, spannend. Da ein Portal hin, damit der da durchfällt. Da ist das Portal, es kann bleiben. Warte mal, bis der Typ wiederkommt hier. Bam. Und der fällt natürlich rein. Okay. Aber wir brauchen auch noch einen Klops dafür. So. Und so. Und dann kommen wir hier wieder raus. Ja, okay. Es wird mit einem Video wohl ziemlich knapp, weil ich mich nicht blöd anstelle. Aber es könnte klappen. So, jetzt Stein sei noch da. Stein ist noch da. Man kann die Portale auch so vorher platzieren, wie sie dann sein sollen. So, wo ist er? Wo ist der Stein? Hängt? Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Okay, wir können es normal machen. Ich habe Scheiße gebaut. Ja, diese Kammer ist eigentlich die einzige, die mir immer etwas Probleme bereitet mit dem... Okay, jetzt hat das Portal hinten nicht gemacht. Ich wollte eigentlich da hinten ein Portal machen, damit wir dann da durch können. So, und da ein Portal machen. Das war jetzt nicht so geplant, aber egal. So, weg hier. Jetzt müsste das Ding auch gleich durchfallen. Nein, es wird natürlich nicht gleich durch. Aber egal, so, machen wir mal da ein Portal hin, da ein Portal hin und dann gehen wir erstmal durch. Ja, ich geh schon wieder so wie ein Portal, da ein Portal hin, da ein Portal hin. Schnell weg. So, jetzt kommt Stein, fall da durch. Und, ja, du... Kann halt nicht. Nein. Da was hin. Irgendwo ist ja den anderen Stein, wenn du nicht willst.
soll jetzt nicht überrollt werden. So, müsste passen. Und, passt's? Ja, es passt. Jetzt gehen wir hier hin. Ui, Knopf gedrückt. Jetzt gehen wir da hin. Jetzt müsste das Tor offen sein. Jetzt ist das Tor offen. Und jetzt müssen wir noch die Schildkröte in die Lava bringen, damit sie uns überträgt. Wir könnten noch mit diesem Lava, mit diesem Wandsprung, also da ein Portal, dann können wir da rüberfliegen. Aber, das hier ist mir jetzt erstmal sicherer. Los, beeil dich, Turtle. Und die nächste Kammer, also die nächsten Kammern, wenn man diese eine Möglichkeit nicht hätte, würden die echt lange dauern. Aber wenn man weiß, dass es funktioniert, dann very vertikal, also geht schon mal ziemlich vertikal runter. Und jetzt geht ihr ziemlich vertikal hoch, würde ich sagen. Da, man kann nicht da ein Portal machen und da ein Portal machen. Und man kann durch die Portale Portale schießen. Konnte man Portal nicht? Ah ja, ich wollte da eigentlich noch ein bisschen was zu dem Spiel sagen, oder? Also es war so von ein paar Studenten ein Projekt, das sie gemacht hatten. Und das war irgendwie, also es hat Valve so gefallen, dass sie sich die Entwickler geholt haben und die haben dann auch an Portal mitgearbeitet. Wieder durch. Ja. Also die Studenten haben das gemacht, weil sie aus dem Schildkröte da. Ja, manchmal verschwinden halt die ganzen wichtigen Dinge einfach aus dem Spiel. So können wir es mal Prinzessin No Knees angucken. Ja, und wo war ich gerade? Ja, die Entwickler meinten, in vielen Spielen ist so ein Portal-Ding schon mal aufgetaucht, aber nie wurde es so viel Spiel gebraucht, dass man so richtig sagen könnte, dieses Portalgerät ist extrem wichtig, dass ich dieses Spiel durchspielen kann. Und deswegen haben wir einfach mal selbst eins gemacht. Und ich finde es sehr gut, einfach mal so zwischendurch da jetzt. Das würde auch ziemlich lange dauern eigentlich. Aber wir haben ja unsere... Ich schieße Portale überall hin durch die Portale durch. Jetzt geht das hier natürlich nicht. Und da noch ein Portal machen, da noch ein Portal hin, da noch eins hin. Und dann sind wir auch schon da. Hallo Tor! Oh, 7 Minuten. Das kann mit den Credits dann ziemlich knapp werden. Aber jetzt müssten wir eigentlich schon durch sein. Jo, wir sind durch. Ende! Fire with Fire! Und soweit ich weiß, das hier Ende war jetzt jubeln! Und die Credits kommen jetzt. Und da ist eine Turtle und ich habe keine Ahnung, was sie macht. Die steht da nur so zur Deko. Da kann übrigens auch die Fackeln runterholen mit den Portalen. Und wenn man die Kameras und Portal runterholen konnte. Nuclear Monkey Software, das waren die Typen, die es gemacht haben. Und ihr seht hier auf Leertaste springt sie nicht, man kann nur zwischen den Perspektiven her wechseln. Es gibt einmal die Ego-Sicht, mit der wir die ganze gespielt haben. Dann gibt es die hier, wo man von hinten guckt, die wir bei den Turtles aktiviert hatten. Dann gibt es die hier, die, mit der ich nicht klarkomme, weil die irgendwie ziemlich doof ist. Uiuiuiuiui. Das kann man vielleicht so zum Videos machen oder sowas. So. Oh nein, fall nicht in die Lava. Fuck, oh Gott. Okay. Dann gucken wir hier noch ein bisschen mit den Portalen durch die Gegend. Hoffen, dass die Credits gleich zu Ende sind, aber die dauern schon etwas länger, weil die sich bei den Tanten und Onkeln des Entwicklers, des Grafikdesigners und sowas noch bedanken und alles sowas. Naja, so sehen wir mit dem Gesicht aus. Guck mal, so sieht vielleicht besser aus. Und da eins. Eins. Nicht. So sieht es übrigens aus, wenn man... Oh, hallo Turtle. Nein, wir sehen uns natürlich nicht. Hihi. Das ist lustig. Also den können wir auch. Ne, hier ist überall. Das Metall auf dem Boden, dass wir keine Portale darauf machen können. Aber in diesem Spiel geht es auch, dass man da oben Portal macht, nicht hier oben Portal macht, dann fährt man immer so durch. Also das funktioniert auch. Und ja, dieses Spiel ist echt toll. Wer mal so zwischendurch das spielen will, viel Spaß damit. Ich habe es gestern angespielt, mal in, weiß ich nicht, 10 Minuten auch durch oder sowas. Und ja, es ist nicht so schwer, aber es ist schön gemacht. Ich muss mir die Story nochmal durchlesen, wer sie sich
durchlesen will, muss es selbst spielen oder ist das da unten? Was war das? Warum waren hier gerade so eine Augen von den Portalen? Ist ja auch egal, die Credits sind zu Ende, weiter geht's nicht, soweit ich weiß. Falls irgendjemand was anderes weiß, schreibt's mir. Ich verabschiede mich, ich werde mal sehen, was ich jetzt nächstes mache. Erstmal muss ich Prosti 2 weitermachen und ich hoffe, mit diesem kleinen Video hattet ihr Spaß und ihr guckt mir auch weiterhin zu und wir sehen uns das nächste Mal. Also bis dann.